Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu einem weiteren Tag im Paradies hier in Subsistence. Ja, auch wenn es momentan nicht wirklich paradiesisch ausschaut, es hat in der Nacht gewittert. Es war stürmisch, Blitz und Donner und viele Regen, aber gut, jetzt scheint es aufgehört zu haben. Ich hoffe, es klart heute noch auf. Da ist unsere Bertha, die Level 7 Bertha, ne, gleich Level 8. Da ist der Level 1 Wolf, das ist nicht sehr schön. Ja, da kommt er schon. Wiederhören. Mist. Okay, ja, weißt was. Topole, dann fällst du bei der nächsten Zählung. So, dann brenne ich dir gleich eine auf den Pelz, wenn du blöd durst. Da kenne ich nichts. Gell? Na dann. Gib hier dein Fleisch. Oh, und dein Stoff. Sehr gut. Und dein Stoff. So, und die Leber. Jawohl. Und einmal Fett. Kommst da rein. Und der Stoff kommt da rein. So, ja, man sieht schon, ich habe mich schon wieder vorbereitet auf den nächsten Dietrich, den wir herstellen. Allerdings bedarf es hier noch etwas Energie und Masse. Das ist ja am Machen. Dauert einen Moment. Also nochmal. Oh, Jesus! Sapperlot! Hab ich gesehen! Hilfe! Besuch! Das fängt ja gut an! Oh Gott, was ist das? Armselig. Super klasse. Boah, Alter. Geht ja gar nicht. Das fängt ja wieder gut an hier, du. Das fängt ja wieder gut an. Klasse. Danke, Freunde. Jawohl. Einer ist weg. Oh Gott, ich treffe wieder. Nie mal nach Hause, ey. Wahnsinn. Zweiter ist kaputt. Wo ist der dritte? Oh. Oh. Die ist unten, okay. Aha. Oh mein Gott, Junge, du triffst wieder nichts. Der haut ab, okay. Verdammt, die nächste Bandage, die rausgeht. Oh, Leute, Leute. Was wollten die denn? Die wollten doch nur wieder Ärger machen. Ah, oh, Leute, ich denke an nichts Böses und dann... Na gut. Tja. Schön, vielen Dank für euren Besuch. Naja, haben wir schon mal mehr gesehen, ne? Ihr Burschen. Und was ist denn das? Der bringt Gras mit. Ich glaube, ich spinne. Der wollte sich wohl auf was drehen oder so, ne? Geht ja gar nicht. Ihr seid ja lustiges Völkchen. Wenn ich jetzt wüsste, von wo die Burschen waren, ne? Der ist in die Richtung abgehauen, aber das, ja, was ist da unten? Ich meine, die waren gut ausgerüstet, keine Frage. Habe ich da irgendwas provoziert? Kann mich gar nicht erinnern. Da sonst wieder. Ne? Da sonst sie wieder, die Burschen. So. Sehr unsympathisch. Von wo waren die jetzt? Waren die vielleicht... Ah, Moment, das kann sein, dass das die Burschen von da oben waren. Habe ich meine Pfeile dabei? Ja, habe ich dabei. Okay. Meine Granatenpfeile. Volle Granate, Renate. Wenn es die da oben waren, ne, dann können wir den Laden ja jetzt ausnehmen. Haha. Dann müssen wir bloß noch einen wegwäschen. Brechen wir in die Hütte ein und klauen ihnen das ganze Zeug, was sie haben. So, wo sind sie denn? Bullis, wo habt ihr denn eure Hütte gebaut? Irgendwo hier war das, glaube ich. Genau, da, schau mal. Da ist das Feuer. Naja, sehr merkwürdig, diese Bauweise da. So. Freunde der Sonne. Da. Einer hat... Okay, nee, es sind mehr.
Im Haus oben ist einer und am Feuer war einer. Nee, nee, es ist bloß einer entkommen. Also die waren das nicht. Alles, ja, ja, süß, alles gut. Ich bin wieder weg. Servus. Wiederhören. So kann man sich ja mal täuschen. Wir sind die Burschen unentspannt. Hüpf. Schnell weg. Na, auf so offenes Intermezzo auf dem Feld habe ich jetzt keine Lust. Uah. Ja, Sapperlot, was ist denn jetzt los? Was ist denn heute wieder? Was wollen die alle bei uns? Ja, spinnt ihr oder was? Seid ihr völlig bescheuert? Also, heute haben sie es, glaube ich, oder? Heute haben sie es auf uns aufgesehen. Moment, Dietrich, kann man herstellen, genau. So viel Zeit muss sein. So. Was sind die Burschen? Was ist hier? Die Türe ist noch gut frisch. Okay, muss ich mir keine Gedanken machen. So, machen wir hier mal schnell zu. Genau. Jetzt auf mit dem Scheiß, Burlis. Ich sag's euch. Da ist einer. Ja, jetzt. Da bleiben. Sofort stehen bleiben. Oh Gott, Junge. Ey. Das ist Aim, ne? Aim-Hobby wieder. Ganz, ganz sensationell gut heute. Hm? Ja, toll. Super gemacht. Weh, ihr ballert mir mein Beet kaputt. Da stecke ich schnell alles ein. Genau. Da ist einer. Stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Jetzt haut er ab. Flüchten die jetzt? Nee. Doch, da unten ist er gelaufen. Ja, der haut ab. Da unten ist er. Okay, das sind die von da hinten. Also die zwei gehen wieder nach Hause her. Was ist das denn heute für, was ist heute für ein Tag? Was ist denn heute los, Mensch? Der Tag der Verrückten, oder was? Alle ballern sie blöd rum. Also wir auch, aber so blöd gleich, naja. Sehr, sehr merkwürdig. Also, Moment, stopp. Ich glaube, da können wir ausmachen, oder? Ja. Halt, so, hier, den hier aus. Danke. Den stecken wir ein. Dann gibt's hier für die Esskiste das und das und das und das. Ja, genau. Und hier gibt's das und das und das. Ja, der Rest ist wie immer für oben, genau. Es hieß ja auch, ich soll die Kisten umstellen. Ja, da weiß ich nicht so recht, ob ich das machen soll. Klar, ich könnte. Ja, ich könnte. Muss ich das Zeug halt immer hier runtertragen. Na gut, ich stell mal um. Bring ich die Kiste hier oben hin. Baue ich die hier hin. So. Ne, habe ich das Zeug hier oben. Glas habe ich gar keins mehr gehabt, gell? Schau an. So, du kommst da rein. Genau, kannst du ein bisschen einschmelzen. Schmelz. Na schön. Es wirkt so leer hier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es wirkt so leer. Die muss ich hier unten lassen oder die lasse ich einfach mal hier unten fix, ne? Kochen und so und auch dieses Wasser und so lasse ich hier unten. Ja, aber die BCU, die kann ich nicht versetzen. Na, ansonsten, es würde ja Sinn machen, dass ich die dann auch nach oben setze, aber geht nicht. So, jetzt habe ich natürlich das, was ich zum Reparieren brauche, oben. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Heißt, jetzt muss ich wieder hochrennen. So, du geh her. Dann brauche ich das hier und das hier und das hier und vielleicht brauche ich auch Glas. Mal schauen. Also, wir reparieren. Da muss ich nichts, da lohnt sich nicht, da hau ich mal drauf. Das lohnt sich, definitiv, da hauen wir drauf, das lohnt sich nicht, das lohnt sich. So, da war, glaube ich, der Boden kaputt, ja, da haben sie mir ganz schön was weggedübelt. Die Beete sind, ja, sind in Ordnung, der ist in Ordnung, der ist nicht so ganz in Ordnung, da sollten wir mal was machen, jawohl. Aber heute am Tag des Wahnsinns, da sind sie alle irgendwie top motiviert. So, das Dach hat definitiv was abgekriegt. Das Dach hat auch was abgekriegt. Hallo? Okay,
Meine Solarpanels haben nichts abgekriegt. Die haben noch nie was abgekriegt, gell? Also finde ich gut, ich will mich nicht beschweren, aber der hat auch nichts abgekriegt. Okay. Denn das wäre echt ärgerlich, wenn uns das Zeug kaputt gehen würde. So, hier ist alles. Halt, hier, nee, das ist nicht frisch. Das hat auch was abgekriegt. Zack, okay. Die Wand haben wir repariert, da müssen wir reparieren. Zack, da brauchen wir das Glas. Der kriegt was ab und der kriegt was ab. Und, oh, der braucht auch was. Dankeschön. Was ist mit unserem... Die haben unseren Scheinwerfer zerstört, die Schweine. Nee, oder? Oh. Eine Frechheit. Die haben unseren Scheinwerfer zerstört. Ich glaube, wir brennen. Ja, wo kommen wir denn da hin? Das ist ja schon bodenlos, oder? Mal ganz ehrlich, das hat schon mal einen sehr bösen. Naja. Oh, das Glas ist auch ziemlich angeditscht. Ebenfalls. Ja, diesmal waren sie echt fleißig, habe ich so den Eindruck. Unseren Scheinwerfer haben sie zerstört. Oh, Leute. Riecht doch die Motten hier. So, wie sieht's hier aus? So, oh, der hat auch was abgekriegt. Unser Bohrer. Und unser Stall hat was abgekriegt. Okay. Ja, mit dem Eisen. Brauche ich. Danke. So, Bertha, gell? Da ist wieder abgegangen heute. Ja, ja, ich weiß. Oh, ich muss Hände waschen. Verdammt. Warum sagt mir das keiner? Schnell Hände waschen. Schnell. Zack. Okay. Ne, bevor ich krank werde und so. Junge, Junge. So, dann habe ich, glaube ich, genug repariert. So. Das war wieder teuer. Und ich habe mich beschwert, dass wir zu wenig Besuch kriegen. Ja, ich glaube, ich beschwere mich so schnell nicht mehr. Naja. Ja, jetzt habe ich glatt vergessen, was ich heute machen wollte. Also nachdem der Tag zur Hälfte eigentlich schon wieder vorbei ist, brauche ich jetzt keinen großen Ausflug mehr machen. Kann ich höchstens bei uns noch so ein bisschen durch die Gegend strierle, wie man bei uns sagt. Wir strierle so ein bisschen durch die Gegend. Also wir schauen hier ums Haus rum. Und stecken da halt noch ein bisschen was ein und dann war es das. So, die Munitionstasche, die zum Beispiel, die nehmen wir mit. Ja, also, da geht doch. Ist doch schon ein bisschen was drin. Diese blöden Nachbarn hier, ne? Haben mich wieder so einen Schock. Oh. Moment. Pfeil umstellen. Kann man, wenn man hier unten einfach mit der linken Maustaste draufklickt, ne? Scheint wohl nicht zu funktionieren, wenn der Bogen komplett aufgerüstet ist, was ich mitgekriegt habe. Zapperlott und schon Fuß kaputt oder sowas. Bein gebrochen. Sackelzement. Also muss ich einen Splint benutzen. Wow. Rippchen zweimal. Fuß kaputt. Verdammt. Naja. Also Rippchen zweimal Geweih und Sehnen. Waren es glaube ich auch zwei. Das ist echt blöd, wenn du gegen den Elch losgehst. Da ist immer der Knochen kaputt, sobald der dir eine mitgibt, ne? Das war jetzt das zweite Mal. Zack, sofort Knochen kaputt. Kann ich nicht rennen. Kann ich vergessen. Solltet ihr euch also gut überlegen, wenn ihr einen Elch angeht. Entweder habt ihr einen Splint dabei, dass ihr euch die Knochenfraktur gleich wieder schienen könnt, oder na, ihr lasst es sein, genau. Wie heißt das? Schiene, ja, genau. Okay, gebrochenes Bein, Schienen, so. Okay, alles wieder gut, so schnell geht's. Der Wunderdoktor ist am Werk, ha, der Wunderdoktor, genau. Wer kennt das noch? Der Wunderdoktor, mein Gott, das ist auch schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir das gespielt haben. Der Wunderdoktor, süß. Naja. Okay, also der Premium-Pfeil hat auf jeden Fall richtig reingehauen.
Der scheint doch besser zu sein als gedacht. So, okay. Ja, weißt du was? Dann füllen wir gleich noch mit Holz auf, bevor ich das wieder vergesse. Naja, wir müssen auch wieder Holz holen. Das Holz ist jetzt ziemlich dezimiert worden durch diverse Reparaturorgien, wie man sieht. Da ist einiges rausgegangen. So, das Hämmerchen kommt da rein. Und die Sehnen kommen da rein. Und der Stoff. Das Geweiß von unten. Ja, super. Muss ich mich erst dran gewöhnen, dass das Zeug ja... Dass ich jetzt das Gedöns oben habe. Also die Kiste Nummer 1, genau. Okay, so Dünger. Moment, Dünger kann ich doch bestimmt hier reinpfeffern, ne? Ja, aber hallo. Zack. Moment, da habe ich jetzt noch schnell die Asche drauf. Zack, jawohl. Ne, dann wird er auch... Dann ist das auch erledigt. So, wir haben hier 8 freie Plätze. Das ist doch sehr schön. Sauwetter. So, da wird eingeschmolzen. Dann geht es wieder nach unten. Ach Gott, hoch, runter, hoch, runter. Du gehst da rein und du gehst da rein. 10-mal Geweih haben wir schon. Was brauche ich für dieses Adhesive? Noch nie hergestellt. Klebstoff hier. 50 Asche. Was? Und dann kriegst du einen dummen Klebstoff, das ist aber ganz schön teuer. Ja, brutal. Das ist ja echt massiv teuer. Also da warte ich lieber auf die Spezialkisten. Das ist ja viel sinniger, ne? Also das... Das ist schon hässlich, Freunde. Eieiei. Okay, also Bandage. Und Stöcke. Muss man wieder Bandagen herstellen. Ja, also eine Schiene auf Vorrat ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man hat. Okay, also wir stellen uns nochmal den Blödsinn her. Dann stellen wir uns den Blödsinn her. Und dann holen wir uns Holz. Energie passt. Ja, ich muss mir unbedingt wieder Holz holen. Tür auf, Tür zu. Jetzt aber hurtig. Naja. Ja, war auf jeden Fall toll, mal wieder die Hunter zu Besuch zu haben, ne? Auch wenn sie eine sehr überschaubare Loot mitgebracht haben. Ich frage mich echt, von wo waren die Burschen? Ne, von welchem Lager waren die? Ja klar, jetzt hat es doch schon genug gewittert, Mensch. Jetzt ist es mal gut. Ich meine, das waren 3. Normale Nomaden glaube ich nicht, dass es waren, denn die waren alle bekleidet. Also ich glaube, die müssen von dem Lager gewesen sein, aber von welchem ist die Frage? Ah, ich muss schon wieder Hände waschen. Jedes Mal musst du Hände waschen, du. Bloß wie so ein bisschen Blut, ne? Na gut. Machen wir das halt. Halt, da sind noch Blaubeeren da drüben. Die holen wir uns. Da haben doch welche gebaut, oder? Ich meine, da drüben hätten welche gebaut. So, Vorsicht, aufpassen, gell? Vielleicht sind da irgendwelche Deppen. Ich höre mal nichts zumindest. Na, wird schon passen. Okay. So, Hände gewaschen, alles klar. Mit der Waffe in der Hand, ne, natürlich, wie man so Handy wäscht halt. Ich glaube, ich muss weniger quatschen und mehr auf die Umgebungsgeräusche achten. Dann passiert mir das weniger. Es können natürlich auch die vom Vor gewesen sein, gell?
Ja, ist auch möglich, dass die uns da besucht haben. Das würde passen. Die waren zu dritt und einer bleibt ja immer zurück. Die waren ausgerüstet. Ja. Kann gut sein, dass die das vom Vor waren. Kann sehr gut sein. So, okay, jetzt ist Schluss mit schlechtem Wetter. Das ist sehr schön. Sapperlot, was schieße ich denn heute wieder daneben? Was ist denn heute los? Also heute, okay, wenigstens ein Schuss für die Rifle wieder, aber eben mein Aim ist so schlecht zurzeit. Ich treffe gar nichts. Ich treffe nicht einmal eine Scheune, habe ich das Gefühl. Wo der jetzt herkam, ne? Der ist ja jetzt auch bloß spazieren gegangen, der Held. Ich glaube, die haben sich alle verschworen. Die haben sich irgendwie zusammengetan, haben gesagt: So, jetzt greifen wir mal alle heute den Haubi an. Weil es so schön ist. Ne? Den haben wir schon lange nicht mehr besucht. Der fühlt sich einsam und vernachlässigt. Sehr zuvorkommend, Freunde. Sehr zuvorkommend. Wenn jetzt heute noch mehr von den Trotteln kommen, dann hört der Spaß aber auf, gell? Das war jetzt schon unterhaltsam genug, finde ich. Für einen Tag. Das muss man nicht übertreiben. Wird die Bertha genauso sehen, ne? Die hat den Schreck ihres Lebens gekriegt. Na gut. Ja, das Flutlicht. Um darauf zurückzukommen, das sollten wir natürlich wieder bauen. Denn das würde durchaus helfen in der einen oder anderen Situation, ne? Gerade wenn sie in der Nacht angreifen. Da fand ich das eigentlich schon hilfreich, wenn man da die Funzel anmachen kann. So, was brauchen wir denn? Achso, das erste Mal aufräumen, der ganze Blödsinn, genau. Da haben wir nichts. Okay, so, da kommt das hier rein und das hier rein und das rein und sonst nichts. Okay. Ja, da ist schon Level 9, habe ich noch aus dem Augenwinkel gesehen. Da kommt das rein. So, das kommt da oben rein. Jawohl. Das kommt da rein und da rein und da und da und da und da. Und da. Und das kommt da rein. Wir haben so viel Pistolen-Ammo, ne? Den könnte ich eigentlich auch mit mir rumtragen, fällt mir gerade so ein. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, den schleppe ich lieber mit mir rum, einfach so aus Sicherheitsgründen. Dafür brauche ich den dummen Glowstick, brauche ich nicht. Könnt ihr vergessen, den Glowstick? So, was brauche ich für die Premium-Pfeile? Ah, da haben wir Premium-Pfeile, sehr gut. Was brauche ich für die nochmal? Eisen- und Metallschrott. Und Premiumfedern. Ausgerechnet Eisen. Naja. Okay, Premiumfedern. So, also Premiumpfeile. Die sind gar nicht schlecht, stelle ich fest. Die sind echt nicht schlecht. So, ja, lustige Idee. Der hier. Du gehst dahin. Oh, ich muss was essen. Ja, habe ich auch gerade noch gesehen. Kommt da noch jemand? Nein, hoffentlich nicht.
Heute nicht mehr, Leute. Da kommt der Bär, aber gut, der ist, glaube ich, wurscht. Achso, ich wollte ja noch was einpflanzen. Genau, stimmt. Danke. Danke für diesen Tipp. Muss ich da noch irgendwas mitnehmen? Nö, nicht, gell. Nee, was essen muss ich. So, zum Glück habe ich in der Nacht noch was gekocht. Hier einen leckeren Hühnereintopf. Mmh, der schmeckt mir. Jawohl. Mahlzeit. Das ist doch nicht schlecht. So, dann. Passt. Läuft. Jetzt ringt es schon wieder. Vielen Dank. Super. Na gut, muss ich das Wasser wenigstens nicht auffüllen, ne? Immer das Positive sehen. Jo. So, dort. Oh, die Pfeile nochmal mit. Dankeschön. Man müsste die Pfeile echt mal ausprobieren gegen die Hunter und so. Also nachdem der Tipp kam, bei maximal aufgewerteten Bogen kann man hier nicht mehr die Pfeileart wechseln. Also ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber das hat mich im ersten Moment gleich mal ein bisschen aufgeschreckt. Das heißt, da warte ich vielleicht noch. Da sollte ich vielleicht noch warten mit. Ja gut, vielleicht haben ja andere die Erfahrung nicht gemacht. Ne? Vielleicht haben andere das Problem nicht. Und es handelt sich wirklich um ein individuelles Problem. Also quasi einen einzigartigen Bug. Weiß man's? Nein. Ja, okay. Wir haben gegessen, dann würde ich sagen, wir können noch mal kurz raus. Alles wieder gut. Wir schauen noch mal kurz in Richtung Triumphbogen. Genau. Vielleicht finden wir zum Abschluss der Folge noch eine schöne Spezialkiste. Die würde doch entschädigen für das ein oder andere böse Erlebnis heute. Level 3 wäre, den wollen wir nicht. Mit seinen 180 Punkten. Nein, nein. Nee, nee. Na, jetzt wird es schon wieder schnell dunkel, ne? Aufpassen, Hobby. Jo. Ich passe auf. Ha, sprach er und ging unter. In seiner Dummheit. Das ist eine normale Tasche. Ich will aber keine normale Tasche. Ich will eine Spezialkiste. Potassium ist mir jetzt auch egal. Hallo? Habe ich da was gehört? Nee. Alles gut. Level 3 Wolf. Höchst unsympathisch. Okay, also heute scheint es keine Spezialtasche für uns zu geben. Da drüben klöppeln sie Holz. Das ist doch toll. Haben wir auch schon gemacht heute, Leute. Da, das schauen wir hier. Ja, da ist sowas. Naja, der Nomade da. Nee, nee. Den wollen wir nicht. Da geh ich nach Hause. Das wird mir jetzt zu riskant. Dann pfeife ich heute auf die Spezialkiste. Nehme ich die Tasche hier noch mit. Wer weiß, was da Schönes drin ist. Hm. Tomatensetzling ist doch schön. Ein Apfel nehmen wir auch gerne mit. Oh, da drüben ist noch was. Ist ja nicht so, dass man mit leeren Händen nach Hause kommt. Nochmal. Dankeschön. Der Tag des Apfels, genau. Ja, also heute war es irgendwie merkwürdig. Keine Ahnung, was sie heute gegen uns gehabt haben, alle miteinander. Oh, jetzt wird's kalt, schau an. Das
Das ist auch auffällig, gell? Die KI ist da völlig unempfindlich, was das Thema Temperatur angeht. Das ist denen da völlig wumpe, ob das kalt ist oder nicht. Das macht denen gar nichts. So, hast du wieder Mist gemacht. Hab's genau gesehen. Da schmeiße ich die Äpfel rein und die Blaubeeren. Ey, das klimpert ja richtig. Respekt. Gell, bald bist du groß und fett. Dann kommst du in den Ofen. Dann kommst du in den Ofen. Dann ist es vorbei. Mit dem Lotterleben. Licht an. So, was macht Energie? Ah ja, passt. Na schön, so. Ich muss mich echt erst dran gewöhnen, dass der ganze Blödsinn jetzt oben ist. Zack und zack und das von unten, ja. Super, Hobby. Gut mitgedacht, dankeschön. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Du kommst dahin. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ah ja, genau, ich wollte nur nachschauen wegen dem... Hallo? Zack, genau, Licht aus. Wegen dem Scheinwerfer. Was braucht man denn für den Scheinwerfer? Hier Flutlicht. Ein Alloy. Na gut, ich glaube, das können wir uns leisten. Ein Alloy. Da müssten wir noch welche haben. Das dürfte nicht das Problem sein. Ja, aber so mit so einem Flutlicht, da fühle ich mich einfach besser. Na gut, Leute, ich würde sagen, ein wahnsinniger... Verdammte Hacke! Dieses böse Spiel. Ja, ja, ein wahnsinniger Tag geht zu Ende. Nein, eben nicht. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ich drehe durch. Warum macht ihr das? Freunde, was soll das? Aua, geht's noch? Das geschieht da recht, du Sack. Jetzt muss ich die Energie anmachen, fällt mir gerade so ein. Genau, sonst wird's schwierig. Energie! So. War das alles, oder? Echt? Ein Verrückter? Nur einer? Gibt's ja gar nicht, oder? Ist doch viel zu leise hier. Hallo! Ich blute, das ist nicht gut, ich weiß. Hallo! Was? Schäm dich! Mit so einem Scheiß brauchst du nicht mehr vorbeikommen. Das nächste Mal bringst du was Anständiges mit. Bertha? Immer noch Level 9. Hast Glück gehabt. Also, die letzte Nacht der Bertha. Sowas. Na schön. Achso, jetzt muss ich die Funzel wieder ausmachen. Ja, natürlich. Die Mega-Funzel da oben. So, und da regnet es auch noch rein. Licht aus. Das haben wir gefunden. Und ein bisschen Gedöns. So, da kommt das rein und das rein und... Du kommst da rein. Und das was war's, das esse ich selber. So, genau. Habe ich mir jetzt verdient. Na schön. Ich versuch's nochmal. Leute, vielen Dank fürs Dabeisein bei Subsistence. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.